Was geht ab, Leute? Ich bin Firas Schatte wieder mit euch und heute habe ich meine neue Zuckerstückchen dabei. Reden wir über Leitkultur. Zucker. Seit ich in Deutschland bin, höre ich immer wieder, dass die Flüchtlinge sollten die deutsche Leitkultur anerkennen. Wir wollen einen ganz klaren Maßstab, was wir bei der Integration erwarten. Wir denken hierbei an die Leitkultur. Leitkultur? Ich weiß gar nicht, ob ich vor sowas Zeit habe. Also bis jetzt geht das nicht. Ich musste tausende Sachen beantragen beim Jobcenter Lageso Ausländerbehörde. Um eine Wohnung zu bekommen, musste ich über 500 E-Mails schreiben. Dann musste ich Deutschkurs besuchen. Der Leitkultur... Die Leitkultur, das Leitkultur. Oh Mann! Geht's noch? Und heute Nacht, um 3:30, muss es ein Zettel ziehen beim Ausländerbehörde, um meine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Sonst krieg ich keinen Termin. Um 3:30 nachts! Tut mir leid, Leute. Ich habe keine Zeit mehr für Leitkultur. Wer hier leben muss, muss das hundertprozentig akzeptieren oder er kann hier nicht leben. Ach so, na gut. Wenn es so dringend ist, dann schauen wir mal, was eine Leitkultur ist. Die deutsche Leitkultur sind die ersten 20 Artikel des deutschen Grundgesetzes. Die deutsche Leitkultur ist weit mehr als das Grundgesetz. Was denn jetzt? Also ich verstehe auch nur noch Bahnhof. Kultur. Meinen die die Musik? Nee, die meisten Deutschen hören überhaupt gar kein deutsches Musik. Also schau dir mal die Top 10 hier. Die meisten sind Englisch. Und wenn doch mal eine Deutsche ist, hier gerade Platz 17, dann klingt es so. Denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Kultur? Naja, vielleicht meinen die Essen. Am weitesten vorbereitet scheinen diese beide urdeutschen Gerichte zu sein. Hamburger gibt es aber nicht nur in Hamburg. Und dann kommt Döner, die ist in jeder Ecke. Danach kommt Pizza. Aber da bin ich nicht sicher, ob das wirklich deutsch ist. Muss ich das alles jetzt essen, um mich hier anzupassen? Eigentlich, ich mag lieber Shawarma. Ach ja, ich weiß, es geht eigentlich nicht um Musik oder Essen. Es geht darum, Hijab, Burka, na, es geht um arabisches Frauenbild. Wir gucken mal an, was ist die deutsche Frauenbild? Lass das Vergangene vergangen sein. Die hier hat 2 Millionen Follower auf Facebook. Da sind aber viele von dem Sura dabei. Und die hier hat fast 4 Millionen auf YouTube. Aber die hier hat 13 Millionen. Hallo Barbie. Hallo Ken, Firas. Barbie ist wirklich deutsch. Irgendwann war ihr Name Lili und wird von Bild-Zeitung vor fast 60 Jahren erfunden. Und eigentlich fast jeder Kind in Deutschland kennt sie. Ganz genau. Und beim Barbie fallen mir 3 Bs ein. Bildhübsch, blond und ein bisschen verhungert. Hunger. Aber für die Deutsche sind die Blondinen ein bisschen blöd. Was? Ich habe wirklich in Deutschland tausende Witze über Blondinen gehört und sowas gibt es bei uns nicht. Was macht eine Blondine vor einer Glaswand? Eine Blondine will Golfunterricht nehmen. Warum werden Blondinen nicht krank? Da sagt der Chef, die große Blonde mit den großen Brüsten. In meinen Augen finde ich das ein bisschen nichts zu tun mit Respekt und Gleichberechtigung. Ganz richtig, Firas. Und wenn wir den Fernsehen anschalten, dann kommt immer noch Barbie. Also, die heißt aber Heidi. Wisst ihr, wie viele Leute Germany Next Top Model gucken? Muss ich das jetzt schön finden? Nur wegen Leitkultur?
Weil den meisten Araber mögen ein bisschen rundere Formen. Wirklich? Ja. Hast du Hunger? Ja. Da drüben gibt es Schokokekse. Wo? Ich bin einmal weg. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist nur TV. Wir hören oft über Burka. Aber wie viel Burkas in deinem Straße laufen rum? Und wie sehen perfekt verhungerte Blondinen? Aber wie viele Frauen sehen so aus in deinem Stadtteil? Im Alltag gibt es ein anderes großes Problem. Der Unterschied zwischen der arabischen Kultur und der deutschen Kultur hier. Der Unterschied ist, die Deutschen reden ungern mit Fremden. Aber wir, die Araber, reden mit allen sehr gern. Aber es gibt nur eine Ausnahme. Wenn du was Falsches machst, zum Beispiel beim Rot über die Straße gehst, dann kommt auf jeden Fall sofort ein Deutscher, der dich unbedingt korrigieren will. Aleikum assalam. Schönes Wetter heute. Schlechtes Wetter? لا حياة لمن تنادي ما في حدا لا حدا عندي معلم طالع خلينا نستلمه طالع الكتب تبعكم وين Erste Frage Ja Drei Bundesländer mit B Bayern Berlin und Baden-Württemberg ما مش الحال ما في ما في بدك ترجع تعيد مرة ثانية اسمع Der Kanzler der Einheit heißt Dieter Bohlen? Genau. Mach. Warte, ach, jetzt mal, okay? Der erste Artikel, das Grundgesetz, ist... Die Wurzel des Menschen ist untastbar. Würde. Es muss Würde heißen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dankeschön. Ja, Würde. Das ist Konjunktiv, wa? Nein, das ist ein Substantiv. Und ich muss euch noch einiges erklären. Also, es heißt zum Beispiel nicht Baden-Württemberg. Es heißt Baden-Württemberg. Ach, Baden-Württemberg. Genau. Bitte sagt nie, dass Dieter Bohlen deutscher Kanzler war. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Das ist unmöglich. Dieser Mensch kann nicht deutscher Kanzler gewesen sein. Baklava. Schmeckt gut. Baklava. Erwecke den Araber in dir. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Araber. Baklava. Baklava. Sehr lecker. Entschuldigung. Habt ihr was zu essen für mich? Gerne. Ich weiß zwar nicht, was Leitkultur ist, aber ich weiß, wenn wir mit dem anderen reden, dann können wir weitergehen. Was ist Leitkultur für euch? Ob das wirklich wichtig ist? Schreibt mir einfach in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall in neuer Folge. Und jetzt sage ich Ciao! Was bedeutet Leitkultur? Keine Ahnung. Aber was ist das hier? Das ist Baklava. Das ist mit Blätterteig. Sowas von lecker.